stolz und glücklich. Und selbst der Arzt hat gesagt, er hat lange nicht mehr solche guten Blutwerte gesehen bei einem Mitte 50-Jährigen. Und das hat mich echt gefreut. Und ich habe zu Papa gesagt, siehst du, es lohnt sich, wenn man tagtäglich wirklich die Nahrungsergänzungsmittel. Guten Morgen, meine Freunde. Euer Cheer Sissi. Yes. Morgen kommt ein richtig geiles Video. Müsst ihr unbedingt teilen, weil manchmal werde ich gefragt, ja Sissi, warum denn eigentlich in Kryptowährungen investieren? Und ich habe die 10 wichtigsten Punkte zusammengefasst, warum es ein Muss ist, um nicht pleite zu gehen und wie man richtig, richtig Gewinn haben kann dadurch. Und was die ganzen Gründe sind und so, müsst ihr unbedingt teilen. Ist so wichtig. Und jetzt gucke ich erstmal in eure Fragen. Es sind ein paar interessante dabei. Bis gleich. Hilf mir, ein Produkt zu finden für die Freiheit. Gerne. Handtuch, Feuerzeuge, Kabel, Bananen, Crosstrainer, T-Shirt. Das ist die größte Barriere, ist im Gehirn. Es werden jeden Tag alle Produkte verkauft. Was muss man da genau finden? Es geht nicht um das einzelne Produkt. Es geht um euer Leben. Elon Musk nervt, ey. Der nervt mich richtig. Erst wenn der Bitcoin-Preis gerade dabei ist auszubrechen, postet er wieder irgendeinen Scheiß, geht er wieder runter, dass die auch alle auf ihn hören. Jetzt auf einmal hat er Sailor Moon mit Laser-Eyes und wieder Bitcoin gut. Lange Kinderwunsch. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr eine Insulinresistenz habt. Das haben nämlich viele, viele Menschen. Und dann ist euer gesamtes Hormonkarussell durcheinander. Kann der Testosteronspiegel viel zu hoch sein und so weiter und so fort. Dann können es natürlich Mineralstoffmängel sein. Also es können zu wenig Kalorien sein, Vitamin D-Mangel, Folsäuremangel und so weiter. Es können so viele Punkte sein. Und wenn ich jetzt frage, bist du im Maximumprinzip, kriege ich sicher ein Nein zurück. Ich muss da nochmal einhaken. Wir wundern uns, dass heutzutage fast niemand mehr Kinder kriegen kann. Wir wundern uns. Wir kriegen die Pille, ohne dass die meisten Ärzte über die Nebenwirkungen aufklären, kriegen wir die Pille mit 12, nehmen 20 Jahre die Pille. Unser Hormonkarussell, das ist, als wenn du einem 12-Jährigen einfach, weil er noch nicht so viel Muskeln hast, Testosteron und Wachstumshormone gibt. Du spielst mit Hormonen, dann machst du das 20 Jahre, dann futterst du Kohlenhydratquellen ohne Ende, Insulinresistenz entwickelt sich, das ganze Hormonkarussell geht auseinander, erhöht das Testosteronspiegel, dann hast du Mängel ohne Ende, weil wir einfach alle Mängel haben. Und dann wundert man sich, warum kriege ich kein Kind? Ich habe jetzt die Pille abgesetzt, ich wollte jetzt. Nein, das funktioniert erstmal nicht. Man muss erstmal die ganze Biochemie, alles mit Säure-Base-Haushalt, Mineralstoffe, den Scheiß weglassen, Zusatzstoffe. Es ist so viel. Das ist die Biochemie. Da muss man bei A anfangen wieder. Wie war mein Flug? 6 Stunden durchgefuttert. Ja, ich hatte einfach die ganze Zeit ein Getränk in der Hand. Und immer wenn jemand kam. Also, es war entspannt. Kann man mein Multivitamin auch im Orangensaft trinken? Ja, man kann es auch auf den Snickers schütten. Das macht nur nicht wirklich sehr viel Sinn. Weil Orangensaft solltet ihr nicht trinken, weil das Fruchtzucker pur ist. Also da könnt ihr fast genauso eine Cola trinken. Was ist mein geistiges Fundament für die Energie, die ich ausstrahle? Also, es war bei mir immer zielorientiert. Ich hatte immer ein Ziel im Leben und das wollte ich immer unbedingt erreichen. Und das natürlich gekoppelt mit Gesundheit, Sport, Mineralstoffe, hast du Energie. Influencer, die unter einem Vertrag sind, im Management nicht auch im Hamsterrad, keine Ahnung, musst du die fragen. Ich mache nichts, wo irgendjemand in meinem Leben mir irgendwas sagen kann. Gar nichts. Würden die Ohren schlackern, wenn ihr meine ganzen Werbeangebote in 5 Jahren YouTube, habe ich nicht einmal was angenommen, wo ich für eine andere Firma irgendwas sage. Haartransplantation, 50.000 Euro geboten, bis oben hin offen. Dann jetzt gerade mit von jeder Trading-Plattform habe ich Angebote bekommen, dass ich 50%, wenn ihr euch da anmeldet, bekomme. Ich will nicht, dass ihr mit Trading anfängt. Ich will nicht, dass ihr Geld verliert. Kann ich richtig viel Geld machen? Habe ich alle gesagt, nein. Ernährungsseminare früher schon.
die ganzen Partnerschaften über 5 Jahre, ich habe 230.000 Abonnenten, ich habe locker mal mittlerweile 400.000, 500.000 Euro einfach gesagt, nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Punkt. Die anderen Influencer, die dann alle für Banana Beauty und die geben dir den Text und du bist wie so eine Werbeplattform. Ja, Banana Beauty ist das und das, weil das und das. Ey, nicht mit mir, okay? Und dann noch schlimmer, die Influencer, die erst voll wettern gegen das hier und dann sagen sie, hier, die können die auch bekommen, kriegt ihr 10% Rabatt. Alter, was sind das für Menschen? Solchen muss man doch entfolgen. Wie machen die Werbung? Sehe ich heute süß aus? Keine Ahnung, ich sehe dein Gesicht nicht. Du machst gerade Werbung für irgendwas. So, mache ich nicht. Ich sage, ich mache die Nahrungsergänzung selber. Ich bringe nur Produkte raus, wo ich 1.000.000% hinterstehe. Ich mache nur Sachen, wo mir keiner eine Sache sagt. Cecil sagt das. Gibt's nicht. In meinem Leben nicht. Und das bringe ich euch im Business-Prinzip bei. Und auch im Matrix-Prinzip, den Mindset dafür zu bekommen, dass keiner euch was sagt. Die GameStop-Aktie, weil ich auf irgendwas spekuliere. Nein, man kann spekulieren, aber ich habe nicht diese Aktie. Ich habe auch nicht Safe Moon. Ich habe auch nicht Doggy Doggy Coin und den nächsten Fuck Elon Coin. Bisher noch nicht. Zuerst das Ei oder die Hölle? Naja, wenn das Ei zuerst da war, wer hat das denn dann gelegt? Und wenn die Hölle zuerst da war, wo kommt die denn her? Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Das Ei. Mein größter Klickmoment im Leben, oh, es waren so viele wirklich, also Rocky war mit eins der krassesten, dann dass mein Dozent komplett was anderes macht als er uns selber verklickert, er macht Ketogen, Steinzeiternährung, alle so, wie lange habe ich fürs Business Prinzip oder fürs Matrix Prinzip oder auch fürs Maximum Prinzip gebraucht, 20 Jahre, es geht nicht darum nur die Videos aufzunehmen, sondern das ist ja die Erfahrung die dahinter steht und da ist wirklich alles komprimiert aus den letzten 20 Jahren drin. Ich bin jetzt aktuell in der 27. Woche und ich muss sagen, bis dahin war es schon krass, aber die Woche ist nochmal so okay, jawohl. Man versteht jetzt erst richtig, worum das alles genau geht, also was man alles erreichen kann für Ziele. Cecil zeigt wirklich, haut einem wirklich direkt rein und denkt, und also ich verstehe nicht, also wenn man das sieht, man kann gar nicht anders so denken wie er. Es geht gar nicht. Also man muss einfach seinen Kopf öffnen und ich habe wieder so viel geile Nachrichten von euch auf dem Handy. Ich kann euch nicht alle reposten, aber es ist so geil zu sehen, dass so viele verstehen, dass alles im Kopf startet, alles. Und dass es so wichtig ist, auch mit wem ihr euch umgebt und wer euch weiterbringt. Das, was ich gestern gesagt habe, das Beispiel, 99% der Menschen laufen wie Zombies rum. Wer bringt einen weiter? Was machen wir? Wie kommen wir voran? Wie kommen wir raus aus dem Hamsterrad? Es ist einfach so geil. Ich freue mich mega. Ja, und das darf man auch nicht vergessen, dass man, nur weil man Freunde verloren hat, es kommt, dadurch, dass man sein Mindset geändert hat, kommt auf einmal so viel Gutes, Neues dazu. Ich habe eine ganz andere Familie dazu gewonnen. Mein Leben hat sich wirklich so viel positiver ist umgeschwenkt. Ist wirklich so. Also, dieses andere... Frau Schmidt, da sitzen Sie, ich gucke in den Computer. Sie haben 20 Sekunden Zeit, was ist das Problem? Neurodermitis? Alles klar, die Creme hier. Tschüss. Was sagen Sie? Ursachenforschung, Blut abnehmen? Nee, das ist ja voll die Verschwörungstheorie. Raus! Und falls du denkst, die Alte nimmt viel zu viel davon und viel zu hoch dosiert und das kriegen wir doch alles aus der Nahrung heraus, da hast du dich geirrt. Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Mir wurden Cremes verschrieben zum Draufschmieren, damit das weggeht. Es wurde immer noch schlimmer. Es wurde weder ein Blutbild abgenommen, es wurde weder nach der Ursache gesucht, wieso, weshalb, warum ich das denn habe.
von Arzt zu Arzt bin ich gelaufen. Es wurde immer wieder gesagt, sie müssen jetzt damit leben. Das kann man nicht heilen. Und Gott sei Dank habe ich mich nicht damit zufrieden gegeben. Jo, meine Freunde, ich bin jetzt, oder wie lange bin ich denn drauf? Ich bin jetzt 80 Minuten drauf, meine Freunde. Ich glaube, gleich reicht's. Und dann werde ich mal dehnen und wir hören später. Oh, jetzt dehnen, meine Freunde. Mahatma, was sagst du dazu? Ich glaube, du würdest dich im Grab umdrehen, wenn du wissen würdest, was mit den Menschen passiert ist. Ja, und denkt sich halt so, man hat dieses Leben und dieses Leben ist halt so, wie ich es jetzt lebe und das ist mein Leben. Aber man schaut nie weiter, wie könnte ich leben oder was könnte ich ändern. Man kommt nicht von allein drauf irgendwie. Dafür braucht es dann wirklich den Cecil, so wie viele ihn zufällig entdeckt haben auf YouTube, wegen Fitnessvideos und sowas. Ja, und auf einmal öffnet sich so die Welt und man sieht sie so mit ganz anderen Augen. Das ist so krass. Das sind auch so einfach diese Klickmomente, denke ich, von denen viele dann sprechen, wo sie sagen so, boah, stimmt, wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen? Es ist einfach, ja, krass. So, meine Freunde, auf dem Weg zum Essen. Yes, ich glaube, es ist ein bisschen windig, weiß ich nicht. Mal schauen. Und guck unbedingt morgen das Video. Wie löse ich das jetzt? Links vorbei. Guck unbedingt morgen das Video, so wichtig, 10 Gründe, warum Krypto ein Muss ist. Das könnt ihr an alle eure Bekannten schicken, weil es so wichtig ist und so gut zusammengefasst. Und wir müssen gegen das System arbeiten. Gegen das System heißt auch gegen das Bankensystem, gegen die Eliten und so weiter. Und da ist Krypto und Blockchain ein großer, großer Faktor. Deswegen unbedingt teilen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr mich gehört habt. Ein bisschen windig, aber auf jeden Fall teilen, meine Freunde.